Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück. Endlich darf ich es wieder sagen zu Ark. Ja, und zwar sind mit am Start, jetzt muss ich erstmal die ganze Reihe durchgehen. Und zwar ist am Start der hüpfende Noxy. Der Sergeant Möller Gaming. Servus. Der Nero. Ja, yeah, servus. Der, wer liegt denn hier? Der Yannick. Nein. Der, ach nee, das ist der Yannick. Und das hier ist der Acid. Hallo. Und der Rivano, na natürlich. Ja, hallo, ich bin endlich wieder da. Und der Dynamo. Hallo. So, hab ich alle? Hallo. Hab ich alle? Jo, du hast alle. Und wir sind ja der Club der und Nackten. Wie ihr seht, also ja, gleich mal als Voranmerkung, leider ist mit Valhalla Kingdoms leider nichts geworden. Deswegen, ja, sind wir jetzt hier auf dieser, wir spielen jetzt trotzdem auf Valhalla und wir haben uns sozusagen einen Server machen lassen und dazu war den lieben Acid sein Bruder, und zwar der Jan, der hat uns den hier gemacht mit Valhalla, und der wird jetzt mal ein bisschen was zu den Einstellungen sagen, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, leg mal los, wo ist er denn? Ja, achso, ich soll mal dazukommen, okay, ich dachte, das sieht so gecheatet aus. So. Hier bin ich, hinter dir. Ah, da ist er. Ach, hier. Ah! Oh, da kommt er gleich, genau, der Black Ninja. Er ist hier Oberadmin, der hat sich erstmal hier zum Rumgucken, hat er sich so ein Zeug gemacht. Heiligt dem schwarzen Ritter! Heiligt dem schwarzen Ritter! Genau, er zockt ja nicht wirklich mit. Das ist bloß mal, Gott, kniet nieder! Er ist jetzt nur da, um mal die Stabilität des Servers zu überprüfen, sowie auch Yannick, der guckt immer bloß mal. Also, es kann natürlich sein, dass er öfters mal mitspielen. Alle hinlegen, alle hinlegen, Leute. So, alle mal ruhig und mal erklären lassen. Genau, wir knien uns mal alle hin. Erkläre, großer Meister. In Sachen. Die Sekte. Wir haben halt die Valhalla-Mod installiert, inklusive der zugehörigen War-Map, sodass ihr auch später die Karte im Haus an die Wand pinnen könnt und könnt da drauf lustig rummalen, irgendwie. Ja. Außerdem den Small Dragons Mod für irgendwie kleine Drachen. Dann den Fire Arrow Mod, damit kann man brennende Pfeile verschießen. Dann der Mod Planting 1.2, der ermöglicht, wie ich richtig gesehen habe, könnt ihr Bäume und Steine und wunderschöne Schrebergartenobjekte craften und in eurer Basis platzieren und die hier schrebergartenmäßig aufhübschen. Dann die Advanced Architecture Mod, das sind ein paar mehr Bauteile, wohl zum größten Teil so in Sachen Mittelalter-Burgen-Stil. Auch Zugbrücken und sowas habe ich, glaube ich, gesehen. Dann die Skin Mod, das sind wohl verschiedene Zusatzhelme noch, die man sich da craften kann. Ja, und ansonsten, ja, PvP-Server, alles mögliche an Standardeinstellungen, vielleicht zu erwähnen, jeder kann sich auf der Karte, wenn ihr M drückt, könnt ihr auf der Karte ungefähr sehen, wo ihr euch befindet. Diese Stecknadel ist bekannt ungenau. Das Gamma verändern ist, mich mit dem Onkel so abgesprochen, das haben wir eingeschaltet, dass ihr das dürft. Das heißt, ihr könnt mit einem Konsolenbefehl eure Helligkeit ändern, sodass ihr nachts, eventuell, wenn es stockfinster ist, eigentlich könnt ihr was sehen. Der Onkel und ich haben uns auf eine Tagesdauer von einer Stunde geeinigt. Davon ist 50 Minuten Tag und 10 Minuten Nacht. Es wird alle 30 Minuten gespeichert. Der Dino- und Charakter-Download ist abgestellt. Der Erfahrungspunkte-Multiplikator steht auf 2, also ihr bekommt für alles mögliche, Dinos töten, craften, wie auch immer, bekommt ihr das Doppelte an XP. Der Taming-Speed steht auf dreifach. Die Farming-Rate, also Ernten, Holzkloppen, Steinekloppen und so weiter, steht auf zweifach. Den Durstwert haben wir auf 0,5 gesetzt, das heißt, es dauert doppelt so lang, bis ihr verdurst seid. Den Hunger auf 0,7, also ein wenig verlangsamt auch. Ja, und für später vielleicht noch interessant, die Schlüpfzeit
und die Babyzeit, also vom Baby bis zum Ausgewachsenen, die Zeit haben wir verdoppelt, beziehungsweise halbiert. Es geht doppelt so schnell. Ansonsten, habe ich was vergessen? Nein. Nö. Nee, das war's. Jetzt möchte ich noch... Amen. Ja, genau. Danke, großer Meister. Natürlich, alle Einstellungen sind im Nachgang noch veränderbar. Je nachdem, wie ihr wollt. Genau, da kommen wir ja nochmal drüber. Und es ist natürlich immer mit einem Server-Reboot verbunden. Hast du, ich habe noch eine Frage, kannst du noch einen Regenschirm besorgen? Mir wird nass. Nee, so, aber ich muss jetzt mal ganz kurz was dazu sagen. Und zwar nicht, dass ihr jetzt hier dann, ja, jetzt habt ihr ja hier die ganzen Mods drauf und bla bla. Also nicht, dass ihr sagt, wir haben hier sein Projekt kopiert oder sowas. Erstens mal, das ist unser privater Server, also wir werden hier bloß drauf spielen. Also es wird kein Community-Projekt. Und wir haben ja schon Bock auf Valhalla Kingdoms, bloß es war uns eben nicht wirklich möglich bei einem 70-Slot-Server bei rund 300 bis 400 Zusagen, ne? Also könnt ihr ja selber ausrechnen, wie unsere Chance steht, da wirklich drauf zu bleiben oder drauf zu kommen. Und da haben wir gleich gesagt, wir machen da lieber so. Und ja, also wir haben ja schon Bock drauf auf dieses Valhalla Kingdom, deswegen haben wir uns die ganzen Mods auch mit hier einfügen lassen. Wir können jetzt hier Burgen bauen, aber was wir halt eben können, sind Autotourettes und das ganze Zeug haben wir, das hätten wir auch rauslöschen können, aber ja, dann hätte ich wieder Angst gehabt, dass da wieder irgendwie, ja, ihr kopiert oder bla bla, das ist nicht so. Wir haben bloß Bock auf diese Mods, die sind ja frei erhältlich und ja. Autotourette? Das Einzige, was wir nicht reingetan haben, war diese große Ballista, die da Chris Play da extra für dieses Projekt von Valhalla Kingdoms gemacht hat. Weil, ich will ja mich hier mit niemandem verstreiten oder so. Keine Ahnung. So, ja. Ey, der Baum fällt! Ja, und so haben wir jetzt hier ein bisschen Ruhe. Und falls ihr euch jetzt denkt, ah, naja, wenn er jetzt alleine zockt, wird es auch nicht so spannend. Doch, wir haben einiges vor. In der Zukunft, erstens mal, ihr seid auch mit eingebunden, liebe Zuschauer. Ihr sollt, ihr könnt in die Kommentare posten, was wir, ja, was wir machen sollen, was wir vielleicht bauen sollen, worauf ihr Bock hättet, bla bla. Und wir werden dann darauf hinarbeiten. Und ja, wir wollen auch uns irgendeinen Wald abgrenzen oder so und dort dann so eine Art Hunger Games machen, wo wir alle dann gegeneinander antreten und ja, und alles so eine Sachen halt, auch so kleine Sachen mitmachen. Aber halt unter uns Leuten. Unter uns, die wir uns kennen, unser Tribe und ja. Das Übliche halt, ne? Das Übliche. Okay, jetzt wollen wir uns erstmal ein Plätzchen suchen, würde ich sagen. Oh, Plätzchen. Habt ihr schon alle Beeren gesammelt, damit ihr mal was zu fressen habt? Nee. Okay, ich hab doch nicht. Ach doch, klar, ich hab ja hier schon ein bisschen Fiber. Aber das Essen geht ja alles nicht so schnell runter. Wir haben das. Also wir können ja natürlich noch drüber reden, wie die Taming-Zeit und bla bla bla. Ich hab gedacht, die Taming-Zeit nicht auf so schnell, weil wir wollen ja trotzdem noch ein bisschen was zu tun haben. Wir wollen ja trotzdem noch zu tun. Glaub mir, auch wenn die Taming-Zeit aufs Maximalste erhöht wurde, bist du trotzdem 3 Stunden bei einem Giganotto dran. Also von daher. Giganotto. Ich bin durch Fehlspawn und sowas hier schon ein bisschen auf der Map rumgekommen, also mal ein paar Ecken gesehen. Und ich muss sagen, diese Map ist so mega geil. Die sieht so geil aus. Da gibt es hier Orte. Leck mich am Arsch, Leute. Da werdet ihr euch alle noch drauf freuen, wenn wir dann die Map. Ah, nee, danke, nicht bei den Schokopreisen. Ey. Ah, die kriegst du kostenlos. Die Schokopreise. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr richtig übel schön hier gemacht. Sau geil. Ja. Ich such gerade alle Leute so zusammen. Okay, ja, genau. Er ist schon am Sammeln. Ja, ich auch. Wie sieht's denn eigentlich aus, liebe Freunde, jetzt, wenn ich mal so reinklatschen soll hier? Haben wir irgendwelche bestimmte Aufgabenverteilungen oder sowas? Jetzt das heißt mal, das machen wir später, würde ich sagen. Okay. Platz suchen. Wir suchen uns erstmal Leben. Platz. Genau, Platz. Platz, Hütte bauen, Schlafsack. Hinlegen, schlafen. Ich klaue mir einfach mal ein Bett weg, Feiern Baum machen. Weg, so rum. Hey, er klaut dir am Bett. Ja, okay. Ich würde erstmal sagen, erstmal die Grundausrüstung brauchen wir. Erstmal eine Pickaxe, eine Axt und einen Speer wenigstens, dass wir hier irgendwie uns weiter voranpirschen können, weil. Wie viel hast du gesagt, sind Dinos hier auf dieser Map? Das fand ich total interessant, also echt. Achso, wie viele Dinos derzeit auf dem Server sind? 37.500. Alter! Das sind 7.000 mehr als auf normalen Server. Ja! Ach du Scheiße! Wo sind die denn alle? Das ist mega krass, da merkt man erstmal so, wie das überall Spiel. Überall verteilt. Da merkt man erstmal, wie das Spiel funktioniert. Also, die Dinos sind auf der ganzen Map schon da. Plus, die sind im Standby, so wurde es mir erklärt von Jan. Und wenn man dann in die Nähe kommt, dann schalten die sich sozusagen an. Und wenn man dann wieder wegläuft, irgendwann tun die sich da wieder ausschalten. Das heißt, die und sind schon da, die Viecher. Und wie viele Giganotos? Das kann ich dir nicht sagen. 7683. Garantiert.
Oh, gerade wurde noch einer geboren, so ein Pech. Oh Gott, liebe Leute, was soll ich sagen? Ja, dann wünsche ich demjenigen viel Spaß, der die alle füttern muss. Und dann ist erst Feierabend, wenn die alle gegessen haben. Naja, wir müssen sie ja erstmal zählen, ne? Und, oh, ich hab schon wieder ein Level up, leck mir am Arsch. Die werden nicht gezähmt, die werden getötet. Ja, die werden gezähmt. Natürlich kann man auch mal so sagen, wenn ihr natürlich mal Bock habt mitzuzocken, mal eine Runde oder so, könnt ihr gerne sagen und dann, ja. Nur könnt ihr mal eine Runde mal mitzocken. Weil vielleicht wird es ja mehr draus. Vielleicht wird auch sogar mehr draus, genau. In Sachen Dinos wollte ich gerne noch was sagen. Und zwar, ja. Auf einem anderen Server haben wir auch um die 37.000 Dinos drauf. Das ist allerdings die Originalmap, The Island. Da ist das eine recht angenehme Dichte. Aber da die Map hier die dreifache Fläche hat von der Originalmap, ja, wenn das für euer Gefühl auf diese Fläche zu wenig Dinos sind, können wir das noch erhöhen, das ist kein Problem. Es ist immer zu wenig Dinos, immer zu wenig. Ja, das sagt unser Tamer, der sowieso alles tamed. Nee, das haben wir dann schon. Wir haben dann darf der Tamer jetzt ein bisschen mehr Exploring betreiben. Ich sage ja, es soll ja immer noch ein bisschen Abenteuer dahin noch stecken. Wir haben ein kleines Problem. Was haben wir denn? Annik, guck mal hier. Ich habe Nero gefunden und der Rest ist weg. Problem. Ja, kannst du denn den Pteranodon sehen auf der Insel? Immer noch da unten. Das sieht irgendwie voll geil aus gerade. Leute, wo seid ihr denn hingelaufen? Ja, wir laufen gleich wieder zur Stadt zurück. Wir sammeln doch bloß gerade ein bisschen. Hier fällt ein Baumnamen an. Ah, hier, Noxi. Boah, die Karte sieht echt geil aus. Willkommen auf dem Planeten. Scheiße, Dino. Ich bin tot. Kannst du mich mal erwecken, bitte? Du bist tot, leider. Du bist nicht tot, du bist eingepennt, du hast Narkos gefuttert. Ich hab keine Narkos gefuttert. Nein, hab ich nicht. Dann bist du verhungert. Nee, ich hab gegen Baum geschlagen, meine Energie ist runter. Weißt du, haut er einmal, fällt er wieder ins Koma. Da liegt der Junge. Weil lauter Busch sind keine Bäume mehr, ey. Okay, ich komm mal zu euch wieder. Ja, hier ist. Wer ist das denn? Wo seid ihr? So ein Baum. Nee, so ein Baum muss ich wieder zurücklaufen. Wo sind meine Gesellen? Ja, ich wollte halt erstmal sammeln, dass wir uns wenigstens Grundausstattung mal basteln können, dass wir hier. Oh, nee, ich bin an einer ganz anderen Stelle. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wir treffen uns jetzt einfach alle beim Jan wieder. Beim Jan. Er hat ja eigentlich einen Vogel, also könnte er uns Boot. Hier abholen. Nix da. Fängt der richtig gut an. Nix da. Es existiert noch kein Vogel. Ich hab hier ein Dynamo. Was machen denn? Was sollen denn die Holzfäller sein? Dynamo, ist das links unten das Boot? Ja, ne? Ja, das ist. Okay, gut, dann sind wir richtig. Das heilige Boot. Gut, ich bin wieder Lind da. Lind und Setsch brauche ich. Setsch kriege ich auch aus Holz, ne? Ja. Ja, das ist schön. Und ich muss aber sagen, hier ist es ganz ruhig. Wenn ich jetzt auf der normalen Map, habe ich ja mal hier durch meinen Vlog mal gespawnt. Ey, ich bin ständig verreckt. Und hier ist es aber ganz ruhig, muss man sagen. Ja, das ist ist zum Teil auch die geringere Dichte an Dinos. Ja, aber es ist angenehmer, glaube ich. Als wenn ständig glaub ich auch. Da fällt mir noch eine kleine Info. Wenn ihr auf die Karte guckt, ich habe mal auch ein kleines Lager, ich habe einen kleinen Metallwürfel für meinen. Komm, stich zu! Für meinen Admin-Flugsaurier aufgeschlagen. Hallo, der befindet sich ganz links, ganz oben auf der Insel. Lager. Und die Insel habe ich mir extra ausgesucht, weil die ist super uninteressant, die ist super klein. Man kann auf dem größten Teil der Fläche gar nicht bauen. Keine Ahnung warum, das haben die Entwickler anscheinend so vorgesehen. Und ja. So geht das. Nur, dass er Bescheid wisst und nicht irgendwie unnötig dahin fliegt. Ich klaut immer meine Sachen. Hört sich voll cool an. Da will ich hin. Ey, wollen wir uns jetzt nicht mehr treffen und einen Platz suchen? Ja, bin ich auch dafür. Ja, aber wie gesagt, wir wollen uns ja ins Land reindingsen. Da würde ich schon gern mal mir irgendwas basteln. Ja, ich will eigentlich noch einen Speer, also ich brauche ein bisschen Holz. Ich brauche Stein, Speere hätte ich noch ein paar. Ah, kannst du mal einen geben? Was brauchst du? Blind. So, haben wir ein paar. Ich brauche auf jeden Fall Flint, Speere gemacht. Danke. Also ich bin grundausgerüstet. Nero, ich bin auch fertig. Nero, wo hast du Steine oder Flint gefunden? Ich fast. Hier sind doch überall Steine. Wollte ich gerade sagen? Brauchst du Flint? Ja, Flint brauche ich. Komm her, Baby, wo bist du? Komm her, komm. Ja, komm. Ich hab Flint und Stein. Na, siehst du. Oh, ich bin richtig gut jetzt. Komm, Neros Brust, komm. Ja. Ist groß, komm her, komm. Oh Gott.
So, was brauche ich noch? Krass, ich muss erst mal gucken, wie das hier normal ist. Weil den Anfang haben wir lange nicht mehr gezockt, muss ich sagen. Nee, das ist Ewigkeiten her. So, was brauche ich denn jetzt noch? Schuhe brauche ich. Also mein Charakter sieht aus, eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Angela Merkel. Ohne Witze. Alter, Angela Arnold, oder? das Gesicht von Schwarzenegger Angela und die Muskeln von Merkel, oder was? Okay, also ich glaube, wir haben uns jetzt hier alle so weit gefunden. Wer ist denn das? Was ist ja. Das? Wir Rivan und Nero kommen. Ja. Hey, ich voll. Riech mal. Brauch, achso. Damit, das stinkt. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Dann will ich gerade den Bronto für uns holen. Nee, eigentlich nicht. Nee, jetzt nein, was? Jetzt schon? Ich komm, lass gleich die Gigantosaurus ein bisschen besteigen, ey. Wo ist einer? Hier nicht. Ich hab doch gar keine Dinosaurier gesehen. Sind hier welche auf dem Planeten? Ich weiß, wo sie sind. Also, wo einer ist. So, Kinder, das wollen wir dann langsam mal anfangen. Warte, ich hab euch verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Ich will ich hab euch ich rettet mich, wer kann. Wir sind jetzt von der Aufnahmedauer her schon gut dabei, ne? Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, gut, ich hab keine Ahnung, wie lang es ist. Ich hab meinen Timer mal wieder vergessen. Oh, ja, bei uns ist das. Egal. Bei mir ist das drin. Machen wir, denke ich mal, ein bisschen länger, weil. Ja. Ist ja der Start. Wir haben so lange nicht gezockt. Da das wird erstmal eine Stunde. Die erste Folge wird eine Stunde. Alter, der Sergeant Gaming, halt, der steht auf einem Bein. So lange gibt's was nicht. Geht denn mit ihm jetzt hier? Guck dir das mal an, ey. Der hat einer irgendwie Leute, Schuhe? Hat einer von euch Hide? Nee. Nö. Noch habt ihr noch 4 Holz übrig? Ja. Hey, guck, jetzt sind sie schon wieder alle am Handy. Alle haben ihren Arm beschäftigt. Weil wir haben, weißt du, andere haben hier. Die fetten Samsung. Wir können doch aber unterwegs sammeln, oder? Komm, richtig. Lass uns doch erstmal alle her, bitte. Ab ins und dann lass uns ab ins mal. Ins Innere. Ich will das Schiff nicht verlassen. Es gefällt mir. Kann man es kaputt machen? Nee. Nein. Kaputt. Kaputt. Oh, Mann, ey. Onkel, ab in den Kreis, du warst in der Mitte. Okay. Komm. Tonic so, in welche Richtung? Wo wollen wir suchen? Landmitte, würde ich sagen. Oh, wer ist der Messi von uns? Wir laufen ja alle hinterher. Du bist unser Sternchen. Ich würde sagen, da so lang. Also, da sieht's mir nach Land aus. Esset, ich würde einfach sagen, Esset, wir gehen einfach mal Richtung Berg. Esset, wenn du sagst da so, dann habe ich keine Ahnung. Wir gehen erstmal den Berg hier hoch und danach gucken wir mal. Also dort, wo ich gerade langlaufe, okay. Weiter rechts, meine ich. Der über deinen Namen hängt. Rivano. Das Land sein. Ganz rechts. War es sehr gut aus. Sieht gut aus. Hier links ist ja gleich wieder mehr. Wir müssen was? Singen. Okay, oh, da hinten ist ein Raptor. Da gehen wir hin. Den kloppen wir erstmal. Komm. Ich sehe nicht. Seh nicht. Das sind 2 Raptoren. Ja, oh, zehn nicht umkloppen. Na, doch, erstmal umkloppen. Lass uns erstmal die Stelle finden. Immer hier irgendwas zähmen. Alter, wir sind wie Bazillen, sind wir, ne? Ja. Zähmen. Ja, ich darf meinen Job nicht nachkommen. Wir sind große Bazillen. Du bist bis jetzt immer bei Tribe Wars in die Tribes reingekommen, die schon fertig waren, wa? Bei Tribes reingekommen, okay. Lalalala. Irgendwo war hier einer. Rivano, du musst ist nicht doch immer egal. Reden. Du musst nicht immer reden. Ich red nicht immer. Da ist er. Ich hab ihn gefunden. Da nur geht dann, er. Wenn ihr weg seid. Ich hör's, aber ich. Ah, da. Was hat er für ein Level? Keine Ahnung. Tötbar. 68. Was? Ah. Töten! Ich bin gleich tot. Oh mein Gott, er greift mich an, er beißt mich. Schnell, was ist, schnell, was ist. Boah. Geh weg. Ich hab die scheiß Sperren in meinem Kopf hängt. Ich denke, was ist das denn, ey? Mein Lebensenergie tot, ist ja Wahnsinn. Das war, glaube ich, meiner. Oh. Ich hab auch einen Speer geworfen. Was für ein Schütze, also, mir geht's gut. Der Raptor hat meine Beine gebrochen zweimal. Geht das Ding auch mal weg? So, Alter. Ein Schlafsack, eine Zwille. Ah, Narkotik kann ich noch nicht. Schlafsack-Zwille? Ich erfinde einfach alles, wir brauchen ja eh alles, oder? Der Speer kann mal weggehen. Kann mir den mal jemand rausziehen, den Speer? Ah, jetzt ist er weg. Oh Gott. Leute, okay, will irgendwas aus sich raus haben. Heilen durch Essen. Okay, dann hau ich mir noch ein paar Beeren rein. Genau. Kraft durch Freude. Das ist so schön, das ist so schön. Was? Also, ich bin mal einen Tuppen weitergegangen, den Berg hoch, ne? Kann ich, muss gerade. Warte mal auf die anderen Kinder, was ist denn los mit dir? Ja, ich sehe euch doch. Du bist so übermotiviert, entspann dich. Ja, ich die erste auch. Folge. Ganz locker. Ja, okay. Ganz locker. Das immer Pally. Locker durch die Hose atmen. Echt? Ah, da hinten ist der Sergeant. Richtig. Also nur 2 Meter weiter. Ja. Ich hab keine Ahnung. Mir ist gerade ein Baum durch mich durchgefallen. Ist das normal? Hier friert's, hier wird's kalt. So. Deswegen, ja, lass mal hier hoch. Wo hoch? Ach, da hoch. Ja, hier den einzigen Berg, der vor uns ist. Friere auch, aber mir wird nicht warm.
Möller, bist du auch irgendwo gerade? Ja, so. Ja, ich bin hier oben. Oh, der Stein sieht gut aus. Oh, oh Alter. Ich kann leider nicht rennen, weil mein Bein gebrochen ist. Okay. Geil, das macht jetzt so Round-Kack. Nee, Kack. kam von allen Seiten irgendwie Durchfall. Oh, nee. Wir haben da einen Skorpion unten. Töte ihn. Interessiert mich nicht. Oh. Töte ihn. So. Oh. Dynamo. Ah, da. Boah, die Gegend sieht geil aus, liebe Freunde. Ja, das ist richtig nice. Ich würde sagen, wir gehen noch weiter raus. Ich heile mich leider nicht durch die Bären, wieso? Ich glaube, ich sterbe hier gleich. Hat einer Holz? Wieso? Ja, gut. Hier packe ich mal ein Lagerfeuer hin. Janik, warum? Ah, gut. Weil mich der Raptor eben 3-4 Mal geschnappt hat. Du hast aber keinen Kratzer, ich bin Doktor, ich weiß das. Also ich sterbe auch, wenn es so weitergeht. Bringt das denn was, ja, wenn hier, ich mir 30 Bären reinschlug? Gleich jetzt was zu futtern, entspann durch, hier. 100 Bären ist einmal komplett aufheilen. Ey! Hab ich, aber bin ich geheilt. Macht der das Feuer aus, sag mal. Gleich setzt hat einer dort zufällig kurz irgendwas zu essen für mich? Revano. Ja, ein Stück Fleisch. Bist du doch gerade dabei? Du siehst doch gerade, dass wir gerade eben das Feuer angemacht haben. Ja. Entspann dich doch. Genau, das Feuer. La 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 la. Oh, dass wir echt schon so aber früh erfrieren, das hätte ich nicht gedacht. Es wird nicht warm. Ja, gerade nicht. Also ich würd sagen, wir bauen uns erstmal so eine kleine Unterkunft. Boah, sofort weg, so ein Stück Feuer Fleisch, nix. Ne? Da musst du sofort reagieren. Zack, weg. Also damals, ich glaube, das ist ein Gruppenzwang hier, oder? Wir müssen es wie die Pinguine machen, aneinander robbeln. Also sorry, ich verliere immer mehr Leben. Ich bin gleich auch. Das ja, ich bin gestorben. Ja, ist das schön. Nein! Ich wurde leider erfroren. Denn Revano hat Fleisch, Revano hat Fleisch. Genau, kann noch mal jemand ein zweites Feuer setzen, ja. Vielleicht hilft das ja. Ah, wer macht das? Oh, Paddy, du Idiot. Komm wieder, lass meine Sachen bitte liegen. Du hast ja, das lass ich liegen, ich wollte das gleich. Bis zum Exitus kaputtgeschlagen. Ja, ich hab's. Leute, ich habe leider ein Problem, und zwar... Alter, das fängt doch richtig gut an. Das Problem ist, dass ich... anders. Baue Steine, oder hat jemand ein paar Steine für ein Campfire? Da bauen wir echt noch ein zweites. In meiner Leiche liegt ein bisschen was drin. Ja, ich habe hier 38. Oh mein Gott, wo seid ihr? Oh Gott. Paddy, ich hab's da hingeschmissen. Ja, mach mal du. Hier, du. Oh, es ist dunkel. Okay. Jetzt ganz woanders gelandet. Ich auch. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Bin ich noch auf dem Planeten Melmark? Oh Gott. Ja, aber du kannst dich ja an der Karte orientieren. Nein, kann ich nicht. Doch, kannst du. Ich erfriere schon direkt wieder. Ja, tot. Ja, ich sterbe auch gleich schon wieder. Schon wieder unter der Hälfte. Also das müssen wir irgendwie ausstellen, dass wir hier durch Feuer uns nicht mehr wärmen können. Junge, es ist Valhalla. Es ist kalt. Ja, aber Feuer... Bei mir macht das, wenn ich mich im Feuer ransetze. Wir haben gerade minus 5 Grad, Junge. Oh Gott. Wo steht das denn? Oh mein Gott. Im Inventar. Und außerhalb vom Feuer? Egal, ich lasse mich gerne töten, weil wisst ihr warum? Dann kann ich gucken, dass ich wieder an demselben Ort gespawnt komme, wo das Boot ist. Ich bin nämlich irgendwo, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Komm, ich hab Hunger. Hallo, ich hab Hunger. Ich werde sterben, aber ich will's doch nicht. Die Nacht ist kurz, dauert nur 10 Minuten. Meinst du? Ja, mach mal hin, die Nacht ist doch viel zu lang. Da würde ich niemals ausschlafen. Ich habe jetzt irgendjemanden. Nee, habe ich nicht. Wenn die Nacht nur 10 Minuten ginge. Ja, so. Super. Ja, hab ich noch ein paar Bären oder sowas? Gleich tot. Ja. Und bist du nicht gerade erst gestorben? Verstehst du nicht, weil ich Motorzeit. Weil ich erfriere. Ja, das geht hier ganz schnell. Ja. Alter, deswegen müssen wir uns erstmal einen schönen Punkt suchen und dann erstmal bauen. Wir brauchen Wände. Wir brauchen Wände. Jetzt ist aus dem Schneeball ein Eiszapfen geworden. Super. Ja. Aber es wird also wärmer. Ein Karbonetus. Eiszapfen ist schlechter. Ja. Nee, aber es steht hier. Nein, Eiswürfel beginnt ab minus 5 und die Schneeflocke geht bis minus 5. Also momentan haben wir minus 1 Grad. Nee, wir haben 0 Grad. 0 Grad, es wird wärmer. Es wird wärmer, ja, also ich... War schon 2 Uhr. Ah, meine Energie füllt sich auch, anstatt runterzugehen. Das ist jawohl. Gut. Rivano ist wieder tot. Alter. It's a beautiful day. North 1, ne?
Ja, Kines. So, jetzt gucke ich mal, wo ich wieder rauskomme, ja? Ja, guck doch mal bitte auf die Map, wo du bist. Und dann läufst du ja, einfach... Na, okay, einfach. Raybano, du bist in West 2. Ja. Passt. Nein, richtig. Das kann nicht. Ich bin aber in North 1 gestartet. Ich ja, bei Boot. North 1 kommst du in West 2. Du musst bei North 2 starten. North 2 muss ich starten? Ja. Da bist du dir ganz sicher? Glaub mir, ich habe schon dreimal erlebt. Ja gut, dann werde ich jetzt schnell einen Dino streicheln, der Zähne hat. Und dann hat sich das gleich erledigt mit mir. Und dann kann ja vielleicht mal der Jan, der hat doch ein Fliegvieh, den vielleicht mal herholen, Rivano. Sonst findet er nie, ja. Ich kenne doch Rivano. Wir warten auf Rivano, doch der Alte kommt nicht. Ich kenne doch Rivano. Aber bitte nicht loslassen in der Luft, ja? Ich habe da so Erfahrungen gemacht. Noxi, ne? Der Doktor? Ich weiß so nichts. Ich bin der Doktor, ich weiß, wie es geht. Na, deine Verarztung kenne ich, ey. Dann kam der Stein. Noxi, bist du noch da? Disconnect from me. Oh, ich habe gerade einen Triceratops geboxt und das hat so ein Herzchen über dem Kopf gehabt. Ich dachte, das mag mich. Aber ich habe mich. Oh, ja, das ist ganz schön. Das bedeutet, wir waren der will kuscheln. Oh, der hat mit der vereinigen. Er hat seine Hörner in den Arsch gerammt. Oh. Ich glaube, der erste Part ist rum. Warte, ja, seit 6 Minuten. Ich will jetzt erst auf dem Planeten landen bei euch. Ja, wir warten noch, bis Rivano da ist. Machen wir halt den ersten Part kurz ein bisschen länger. Rivano LP, wieder in West gespawnt. Ich bin jetzt Nordwest 2 reingegallert, da geballert. Nordwest? Ab. Okay, 1, 2, 3, 4. Ich stehe hier direkt neben dem Boot. Nur mal so. Janik, wo bist du? Hol mich ab. Irgendwo in Nord 2 beim genau, Nero. Also, hol den einfach mal. Ich muss nur die Stelle wiederfinden, wo ich gestorben bin bei euch. Ich stehe auch oben auf dem Berg Boot drauf. Ich sehe euch nicht. Ich friere auch nicht, juhu. Nee, frierst nicht mehr, es ist jetzt am blühenden Tag. Juhu! Wir haben es überlebt. Ich glaube hier längs. Ja, da seid ihr doch. Mein Gott, die erste Nacht haben wir überlebt. Ja. Und die Hälfte ist abgenippelt. Ganz toll. Ich freue mich total. Wollen wir weiter ins Innere oder wollen wir erstmal ein paar Bänden? Nur die Harten kommen in den Garten, ne? Und wir stehen hier alle im Garten, meine lieben Freunde. Nur der Rivano nicht und auch nicht der Janik. Weißt du, jetzt spielen wir schon nicht. Ach guck, jetzt ist er da, jetzt hat er sich hingemogelt. Ja, nur der Rivano nicht. Nur der Rivano nicht. Ich werde hier von dem Planeten. Der Planet macht mich zu schaffen hier. Nicht die Planet der Affen. Das schmeckt irgendwie. Achso. Ja, kommt ihr jetzt eigentlich mit dem Flugsaurier? Oh, nein. Ja, ich muss erst zu meinem Flugsaurier hin. Ja, so. Sag mal. Der rote Entzöger ist 17. Hier wo, Jan, ist alles in Ordnung? Ja. Ich wurde gekillt. Ja, ich hab's gerochen, es roch komisch. Während ich was gesucht hab. Ah, danke. Vielen Dank, Dynamo. Du bist ein freundliches Kätsche. Geil. Ich weiß. Rivano. Ja, also man kann definitiv ganz schnell sterben. Ich stehe hier auf dem Boot und warte, dass ich da ist was! Da hinten! Da ist die Krone. Schnee geht's. Nee, wie heißt der Schnitzel? Schnitzel? Behindert. Ich komme. Alter. Aber diese Lichteffekte sind schon richtig cool hier auf dem Server. Alter, ich stehe vor nackten Ninja. Hallo. Und ich muss sagen, das läuft ja auch total genial. Ne? Also. Hallo. Und tschüss. Okay. Flüssig. Kannst du mich mitnehmen? Und tschüss. So, jetzt warten wir noch, bis die hier sind. Und dann er ist weg. Er ist weg. Er hat mich allein gelassen. Er hat mich allein gelassen. Und du bist wieder allein. Oh, wer hat ihn jetzt hier gelangweilt gepustet? Ich. Darf Vader atmen. Nee, weil wir haben das typische Phänomen, aber das gehört nicht hier rein. Nee. Ich weiß, was du meinst. Ja. Njong. Der Nero hat's verstanden. Ja. Ich bin ganz allein auf dem Planeten hier. Ja, das bist du sowieso. Dynamo ist alles okay. Mach das doch mal. Das sieht total geil aus dem Winkel. Hat einer Hide? Einheit? Er holt sich die ganze Zeit die Kugel. Ja, eine Einheit. Du musst nur ein. Ja, ich hab 11 Stück. Wo bist du? Beim Feuer. Ach, da bist du. Hier. Ja. Holt mich jetzt der 93er eigentlich gleich noch ab? Oder wenn du mir mehr gibst? Ja. Ich muss erst da, mal nimm, zu meinem Vogel wiederkommen. Nimm, es liegt hier, direkt da. Also, weil ich nämlich hier so einsam verlassen bin. Weggerannt. Ich hoffe, dass ich gerettet hab, bevor die sich auflösen. Ja, irgendwie als weniger. Was soll das denn? Ich dachte, wir wolltest das Treffen erstmal hier sagen, hier, tschüssi. Was ist? Eine halbe Stunde ist rum. Ich würde sagen, für den ersten Part würde das eigentlich gehen. Haben wir schon eine halbe Stunde oben? Dann machen wir jetzt Cut, oder? Ja. Dann kommen wir erstmal ans Feuer hier. Ja, eben. Und dann machen wir weiter, wenn ihr mich wieder zu euch geholt habt, weil das ist ja sonst scheiße. Du siehst doch sogar auf der Karte, wo du bist. Ich häng gerade im Boden. Kleinen Moment.
Ja, ist kein Problem. Ich kenne das mit dem Boden. Also, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Genau. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, ja, wie ich schon daraus sage, wir machen hier Schluss. ich würde sagen, der nächste Part morgen geht dann los, wo der Rivano wieder da ist. Wir machen erstmal. Ja. Und ja, war auf jeden Fall schon mal eine lustige erste Folge. Und ja, mal schauen, ob wir morgen unser Lager finden, unsere Stelle für unser erstes Lager. Ich denke mal, wir werden ja bestimmt auf der Insel verteilt viele Lager bauen, wenn wir dann ein bisschen exploren gehen und dann, ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Alle Kanäle, apropos, unten in der Videobeschreibung von Nero's Spielstube und so. Alle unten, ne? Einfach mal drunter gucken, draufklicken, abonnieren, Däumchen da lassen. Und ja, würde ich sagen, bis denn. Bis morgen. Ciao. 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 Ciao.